بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Meine lieben Geschwister, wir machen weiter mit unserer Reihe über die Suren des Koran. Und heute insha'Allah ta'ala mit einer neuen Sura, und zwar mit der Sura Al-Muzzammil, der Sura Nummer 73 des Koran. Wir hatten in den letzten drei Wochen über Surat Al-Muddathir gesprochen gehabt. Sehr ausführlich, Alhamdulillah. Und wir werden auch insha'Allah ta'ala wahrscheinlich in zwei Sitzungen dann über Surat Al-Muzzammil sprechen. Surat Al-Muzzammil ist eine Sura, welche nur einen Namen hat. Und zwar Al-Muzzammil. Also es wird von dieser Sura kein weiterer Name überliefert. Haben wir schon oft erwähnt gehabt, dass es Suren gibt, die mehrere Namen tragen. Und es gibt manche Suren, die haben nur einen überlieferten Namen. Und das ist Al-Muzzammil. Surat Al-Muzzammil ist ähnlich wie Surat Al-Muddathir, eine frühmekkanische Sura. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass diese gesegnete Sura auf unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam am Anfang des Islam herabgekommen ist. Das heißt, in den ersten Monaten auf unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam, nachdem er zum Propheten berufen wurde, herabgesandt worden ist. Es gibt bezüglich Surat Al-Muzzammil jedoch Meinungsverschiedenheiten, ob sie rein mekkanisch ist, das heißt die gesamte Sura eine mekkanische Sura ist. Das heißt, ob sie auf einmal offenbart wurde oder ob einige Verse später noch in Mekka offenbart wurden oder sogar erst in Medina offenbart wurden. Und es gibt, wie gesagt, einige, die der Ansicht sind, dass Surat Al-Muzzammil ein oder zwei Ayat hat, welche erst in Medina offenbart wurden. Insbesondere die letzte Ayat dieser Sura, in der Allah Ta'ala über Leute spricht, welche auf dem Wege Allahs kämpfen. Und da im mekkanischen Koran noch gar nicht über den Kampf gesprochen wurde, gehen Sie davon aus, dass diese Ayah, diese letzte Ayah der Sura, erst in Medina geoffenbart wurde. Es gibt aber auch die Meinung, dass sie in Mekka dem Propheten sallallahu alaihi wasallam offenbart wurde, jedoch etwas später. Und Surat Al-Muzzammil hat etwas Besonderes, was es so in keiner anderen Sura gibt. Und zwar, wie es einige Gelehrte gesagt haben, das Ende der Sura hebt den Anfang der Sura auf. Damit ist gemeint, dass das Ende der Sura den Anfang der Sura abrogiert, also Nesch macht. Was heißt Nesch? Nesch bedeutet, dass ein Vers, der chronologisch später offenbart wurde, den Hukum, das heißt, das Urteil, die Rechtsnorm eines Verses, der früher chronologisch offenbart wurde, aufhebt. Allah Ta'ala, er spricht hierüber im Koran. Weiß jemand wo, in welcher Sura? Ein Beispiel? Nein, in welcher Sura spricht Allah Ta'ala darüber, dass es dieses Prinzip des Nasch überhaupt gibt? Surat Baqarah. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha, na'ti bi khayrin minha aw mithliha. Wir heben keine Verse auf, keinen Vers auf, oder lassen ihn dich vergessen, außer, dass wir einen besseren für dich hervorbringen. Dieses Prinzip des Nasch ist also vorhanden. Auch wenn es unter den Gelehrten in Bezug auf einige Fragen umstritten ist. Wie beispielsweise, ist es möglich, dass eine Sunna, das heißt ein Hadith,
den Koran abrogiert. Das ist höchst umstritten. Es gibt einige, die gesagt haben, das ist möglich. Wiederum andere, die Mehrheit sagen, es ist nicht möglich. Weil nur etwas, was stärker ist oder mindestens gleichwertig ist, kann etwas anderes aufheben. Und dementsprechend könnte der Koran die Sunna aufheben. Aber nicht umgekehrt. Die Sunna den Koran. Ebenfalls gibt es lange Diskussionen darüber, wie viele Stellen überhaupt aufgehoben wurden im Koran. Und manche zweifeln an, dass es das überhaupt gibt und interpretieren den Nesr in einer anderen Weise. Und wir müssen auch ganz offen sagen, dass bei manchen Themen leider vorschnell über Nesr gesprochen wurde. Wie beispielsweise bei der Ayatul Saif, bei dem Schwertvers, der unter anderem auch nicht klar ist, welcher Vers das ist. Ob es ein Vers in Surat al-Taube ist oder ein anderer Vers, das ist nicht ganz klar. Dass er angeblich mehrere hundert Verse aufgehoben haben soll, in denen Allah subhanahu wa ta'ala uns aufzeigt, dass wir auch friedlich und auf friedliche Weise mit den Gegnern des Islam umgehen können. Und sie dann sagen, es ist nur noch zwischen uns und den Kuffar das Schwert, das ist alles, sonst nichts. Das ist problematisch. Aber gut, das ist ein Thema für sich. Aber inwiefern hebt nun das Ende von Surat al-Muzammil den Anfang von Surat al-Muzammil auf? Und zwar in Bezug auf das, was wir auch gleich etwas näher besprechen werden, nämlich in Bezug auf den Tahajjud, auf Qiyamul Layl, auf das Beten in der Nacht. Und zwar am Anfang der Sura verlangt es Allah Ta'ala von unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam, klar und deutlich, Qumi layla illa qalila, steh zum Gebet die Nacht auf bis auf einen kleinen Teil. Und am Ende dieser Sura hebt Allah subhanahu wa ta'ala das auf mit den Worten Alima allan tuhsuhu faqra'u ma tayassara min al-Quran. Also es ist jetzt nur ein Teil dieses längeren Verses, ja? Und wo ist das jetzt? Er weiß, dass ihr es nicht erfassen würdet, da wandte er sich euch zu und erließ es euch. So lest bei Nacht, was euch vom Koran leicht fällt. Und die Gelehrten sagen, am Anfang war es eine Pflicht und es gibt Meinungsverschiedenheit, ob es für alle Muslime eine Pflicht war oder nur für den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und dann, einige Zeit später, wahrscheinlich ein, zwei Jahre später, hat Allah ta'ala diese Ayah herabgesandt, um aufzuzeigen, dass es sich hierbei wirklich um was handelt, lediglich um eine Sunna. Und das ist dann eine Form von was? Von Nesr. Das heißt, hier wurde etwas aufgehoben. Surat al-Muzammil ist eine Sura, zu der auch Offenbarungsanlässe erwähnt werden. Ein Offenbarungsanlass, der bezüglich Surat al-Muzammil erwähnt wird, ist, dass die Mushrikun sich versammelt haben im Dar al-Nadwa, wie es Al-Bazzar und Al-Tabarani überliefert haben und auch andere Hadith-Gelehrte. Und sie haben dann über Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesprochen, er sei ein Zauberer, ein Kahin. Oder nein, er sei verrückt. Nein, nicht verrückt. Er sei ein Zauberer. Nein, er sei kein Zauberer. Ja? Woraufhin dann der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er diese Worte hörte, das war das erste Mal, dass er so etwas hörte, dass man über ihn so sprach, dass er sich eindeckte, woraufhin Allah subhanahu wa ta'ala dann diese Ayat herabgesandt und ihn aufzeigte, wie er zu handeln habe. Und was er tun soll, um dem standhalten zu können. Der zweite Offenbarungsanlass ist derselbe wie Surat al-Muddathir. Ist derselbe wie Surat al-Muddathir. Könnt ihr euch noch an den Offenbarungsanlass von Surat al-Muddathir erinnern? Wir hatten den erwähnt gehabt. Was ist der Offenbarungsanlass von Surat al-Muddathir? Oder was wird erzählt diesbezüglich? Was wird überliefert, authentisch bei Bukhari? Dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam hinausging und dann plötzlich schaute er auf und er sah genau den Engel, der ihm in Ghar Hira erschien, jedoch diesmal in seiner wahren Gestalt. Und er bekam Angst, ging zu seiner Frau Khadija, Zammiluni, Zammiluni, woraufhin Allah ta'ala Surat al-Muddathir herabsandte und kurz darauf Surat al-Muzammil. Und kurz darauf Surat al-Muzammil. Und dementsprechend gehen die meisten Gelehrten davon aus, dass Surat al-Muzammil
entweder die dritte, vierte oder sogar vielleicht die zweite Sura ist, die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam geoffenbart hat, bekommen hat. Also mit anderen Worten, wirklich eine sehr, sehr frühe Sura. Eine Sura, in der Allah ta'ala unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam zunächst erst einmal wichtige Mittel aufgezeigt hat, um standhaft bleiben zu können. Und gleichzeitig auch denjenigen, welche sich gegen den Propheten sallallahu alaihi wa sallam stellen, eine harte Strafe angedroht hat und ihnen auch Beispiele aus der Geschichte gegeben hat. Um am Ende dann noch einmal auf dieses Thema, das Qiyamul Layl, einzugehen, in dieser eigenständigen Eier, dieser langen Eier am Ende der Sura, die wahrscheinlich später offenbart wurde. Um somit dieses Thema komplett abzuschließen. Wir sehen also, subhanallah, sowohl bei Surat al-Muddathir als auch bei Surat al-Muzammil geht es erst einmal um was? Um grundlegende Dinge in der Da'wah. Grundlegende Dinge, Dinge, die ich benötige. Dinge, die ich auf meinem Weg der Da'wah brauche. Ganz klare Werkzeuge. Instrumente, die mich festigen auf diesem schwierigen Weg, der holprig ist. Und genau das brauchte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Und diese Worte Al-Muddathir, Al-Muzammil zeigen den Zustand des Propheten sallallahu alaihi wa sallam zu Beginn der Da'wah, zu Beginn des Islam. Er hatte Angst gehabt, sallallahu alaihi wa sallam. Er hatte Angst vor dieser großen Aufgabe gehabt, dieser Verantwortung. Stellt euch mal vor, ihr bekommt diese Aufgabe, die gesamte Menschheit zum Islam aufzurufen. Nicht eure Familie allein, nicht eure Schule oder eure Klasse, sondern die gesamte Menschheit. Was muss das mit einem Menschen machen? Das kann man sich kaum vorstellen. Was muss das für eine Last sein? Das ist unglaublich, ist unglaublich. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er wusste vom ersten Moment an, er ist Prophet für alle Menschen. Nicht nur für die Araber. Der Prophet hat selbst gesagt, alle Propheten vor mir wurden zu einem bestimmten Volk gesandt. Und ich wurde zu den Menschen im Allgemeinen gesandt. Allahu Akbar. Was für ein Gewicht, was für eine Last, die man sich kaum vorstellen kann. Und deswegen ist es nur verständlich, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam erstmal nicht wusste, wie er damit umgehen soll. Unsicher war. Unterstützung brauchte. Sich erst einmal zurückzog. Und Allah Ta'ala diesen Zustand mit den Worten Ya Ayyuhal Muddathir und Ya Ayyuhal Muzammil zum Ausdruck brachte. Weil Al-Muzammil bedeutet eigentlich ähnlich wie Al-Muddathir jemand, der sich bedeckt hält. Und zwar in der Nacht. O du Eingehüllter. O du Eingehüllter. Die Frage ist die, gibt es einen Unterschied zwischen Al-Muddathir und zwischen Al-Muzammil? Was war nochmal Al-Dithar, von dem auch das Wort Muddathir abgeleitet wird? Was ist ein Dithar? Wir hatten das gesagt gehabt. Was war ein Dithar? Ist das das innere oder äußere Gewand? Dithar, das innere oder das äußere Gewand? Ja? Keiner mitgeschrieben? Dithar ist das äußere Gewand. Dithar ist was? Das äußere Gewand. Und Allah Ta'ala, er ruft den Propheten sallallahu alaihi wa sallam in Surat al-Muddathir mit den Worten Ya ayyuhal Muddathir. Und was kommt direkt danach? Qum fa'anzir. Er soll also was machen? Er soll warnen. Er soll nach außen gehen. Es geht um das äußere Gewand. Und er soll nach außen gehen. Subhanallah. So, es ist ja schon angezogen und bereit. Jetzt geh nach draußen und warne die Leute. Al-Muzammil ist das Gewand, was ich in der Nacht trage. Ist das Gewand, welches ich was in der Nacht trage. Und dementsprechend kommen jetzt auch Dinge, welche den Propheten sallallahu alaihi wa sallam in seinem Inneren betreffen. In Al-Muddathir ganz klar die Aufgabe, geh nach außen. Aber auch wenn ich nach außen gehe, habe ich auch noch Zeit, wo ich mit mir allein bin.
wo ich bei meiner Familie bin, wo ich bei mir zu Hause bin. Und diese Zeit muss ich nutzen. Weil sonst werde ich meiner Aufgabe nicht gerecht werden können. Wenn ich die ganze Zeit nur gebe, 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 aber niemals trainiere, mir selbst etwas gebe, komme ich nicht weiter in meinem Leben. Das merkt jeder, der in einem Beruf tätig ist oder der in der Dauer tätig ist oder irgendetwas anderem. Ja, wenn du immer nur gibst, gibst, gibst und dich nicht selbst weiterbildest, was passiert dann? Irgendwann einmal wiederholst du dich und du kommst nicht weiter. Und deswegen musst du immer wieder an dir selbst arbeiten, Fortbildung machen, lernen, üben, dein Wissen erweitern, damit du wieder geben kannst. Du musst an dir selbst arbeiten. Ein Da'i, der nicht selbst an sich arbeitet, der läuft Gefahr, dass er irgendwann einmal zwar die Menschen zu Allah einlädt und das auch professionell macht, weil er das schon kann, das ist sozusagen sein Beruf, aber nicht seine Berufung. Er fängt an, nur schön zu reden, aber er vergisst sich selbst. Er ist wie eine Kerze, die den Leuten Licht spendet, aber die sich selbst verbrennt. Subhanallah. Wie eine Kerze, die den Leuten Licht spendet, aber selbst verbrennt. Irgendwann einmal ist sie aufgebraucht. Der Wachs, egal wie dick die Kerze ist, irgendwann mal ist der Wachs was? Aufgebraucht. Vorüber. Du schmilzt dahin. Und wenn du nicht an dir arbeitest und etwas tust, dann wirst du irgendwann einmal nicht mehr da sein. Und du läufst sogar Gefahr, wenn du nicht an dir arbeitest, an deinem Inneren, an dir selbst, dass du vielleicht sogar zu einem Heuchler wirst, dass du dir heuchlerische Eigenschaften aneignest. Du erzählst den Menschen etwas, aber praktizierst es nicht selbst. Und das ist das Schlimmste, was hier passieren kann. Und du fängst sogar an, vielleicht mit deiner Da'wa. Und die Da'wa ist etwas ganz, ganz Besonderes. Es ist Arbeit für Allah. Nicht für die Dunya. Arbeit für was? Für Allah, was eigentlich jeder Muslim tun soll. Du fängst vielleicht sogar an, zu versuchen, mit der Da'wa nach der Dunya zu streben. Und deswegen, die Propheten haben immer wieder gesagt, man as'alukum alayhi min ajr. Wir wollen keinen Lohn von euch. Unser Prophet ist gestorben und er hatte von der Dunya nichts gehabt. Hat nicht mal seiner Familie was zurückgelassen. Sallallahu alayhi wa sallam. Er hat es für Allah gemacht. Und die Gefahr ist, dass man anfängt, ein Geschäft darauf zu machen. Und es gibt Leute, es gibt große Mashaykh, die fangen an zu sagen, ohne jetzt Namen zu nennen oder so. Das ist am Ende eine Sache zwischen dem Menschen und zwischen Allah. Es gibt Leute, die machen damit große Geschäfte. Und das ist sehr gefährlich. Und Allah Ta'ala gibt uns ein Beispiel. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا. Verließ ihnen die Kunde deswegen, indem wir unsere Ayat-Zeichen gegeben haben, aber er hat sich davon getrennt. Wie kommt das? Also es ist einer, ohne jetzt, die Ayat haben wir schon oft erwähnt gehabt, ja, aber wie hieß er nochmal? Es fällt gerade sein Name nicht ein. Ibn Ba'ura, ich fällt gerade der Vorname nicht ein, wie ihn die Mufassirun erwähnt haben. Und zwar, er war sogar so weit, dass er den gewaltigsten Namen Allahs kannte. Er hat alles gehabt, aber er hat sich getrennt. Er hat es verkauft für die Dunya. Und das ist das Gefährliche. Und Surat al-Muzammil, wie gesagt, ruft den Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, Ya ayyuhal Muzammil, O du Eingehüllter, in der Nacht bei sich zu Hause, allein. Du hast eine Aufgabe. Und du musst dich wappnen für diese Aufgabe. Und wie wappnest du dich? قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا Allahu Akbar. قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا Steh zum Gebet die Nacht bis auf einen kleinen Teil. نِصْفَهُ أَوِنْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا Ihre Hälfte, also die Hälfte der Nacht, oder verringere sie um einen kleinen Teil. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Oder füge etwas hinzu und trage den Koran mit Tertil vor. Das Instrument, das Werkzeug, was den Propheten sallallahu alaihi wasallam wappnen soll, was ihn festigen soll, was ihm auf seinem Weg der Verkündung der Da'wa helfen soll, ist das Nachtgebet. Und die meisten Gelehrten oder ein Großteil der Gelehrten, gibt es lange Diskussionen darüber, aber am Anfang auf jeden Fall zumindest, sind sich eigentlich alle Gelehrten darüber einig, dass es
zumindest für den Propheten sallallahu alaihi wasallam eine Pflicht gewesen ist. Viele sagen auch für die ersten Gläubigen und dann wurde diese Pflicht aufgehoben. Für sie, aber sie blieb weiterhin bestehen für den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und sie belegen das unter anderem mit was? Mit der Ayah in Surat al-Isra, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّتْ بِهِ نَافِلَةً لَكْ. Und in der Nacht macht Tahajjud نَافِلَةً لَكْ. Also als Zusatz für dich. Nafil ist etwas Zusätzliches. Und dementsprechend für unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam blieb es wahrscheinlich eine Pflicht und er hat es auch umgesetzt. Er hat bis zum Ende seines Lebens genau dies durchgeführt, wie es Allah ta'ala von ihm gleich am Anfang verlangt hat. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sollte also in der Nacht aufstehen. Und er hatte drei Optionen gehabt. Einmal ein Drittel der Nacht, die Hälfte der Nacht oder zwei Drittel der Nacht. Nochmal, dass wir diese Ayat nochmal hören. قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا. قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا. Das ist zwei Drittel. نُصْفَهُ, also steht zum Gebet die ganze Nacht auf, bis auf einen kleinen Teil. نُصْفَهُ, ihre Hälfte, also die Hälfte da. أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا. Oder nochmal von der Hälfte ein bisschen abziehen. Oder verringere sie um einen kleinen Teil. Also ein Drittel der Nacht. Also mindestens ein Drittel. Oder die Hälfte. Oder sogar zwei Drittel. Und genau das beherzigte der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und er betete immer in der Nacht. Im Ramadan, in den letzten 10 Nächten, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam sogar die gesamte Nacht durchgemacht. Und mit Ibadah verbracht. Aber nur in den letzten 10 Nächten. Sonst hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam Ibadah gemacht und sich ausgeruht. Und nur wirklich in Ausnahmesituationen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht gebetet. Wenn er beispielsweise auf Reise war oder krank gewesen war, sallallahu alaihi wasallam, ja, von Ausnahmesituationen. Sonst hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam dies immer umgesetzt. Und wir müssen wissen, die Herzen der Propheten schlafen ohnehin nicht. Ihre Augen schlafen, aber ihre Herzen schlafen nicht. Ihre Augen schlafen, aber ihre Herzen schlafen nicht. Das heißt, selbst wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam geschlafen hat, ja, so hat er in Wirklichkeit aber mit seinem Herzen Dhikr gemacht. Er war immer mit Allah subhanahu wa ta'ala verbunden. Das ist also das Erste, was Allah ta'ala von unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam verlangte. Die Ibadah überhaupt. Und daran erkennen wir noch einmal. Guck mal, das war gleich am Anfang gewesen. In den ersten Monaten, wo das herabkam, vielleicht sogar in den ersten Wochen. Und gleich geht es um was? Das Gebet. Und es geht hier um welches Gebet? Um ein freiwilliges Gebet. Für den Propheten ist es zwar eine Pflicht, aber um ein freiwilliges Gebet. Und jetzt stellt euch mal vor, wie ist es denn erst mit dem Pflichtgebet? Und jetzt stell dir mal vor, du bist Muslim, aber betest nicht. Passt das zusammen? Oder ist es ein Widerspruch in sich? Ist ein Widerspruch in sich. Du kannst alles verlieren, aber dein Gebet nicht. Dein Gebet muss dich begleiten bis zum Ende deines Lebens, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester. Halte immer daran fest. Das ist das Erste, wonach du befragt wirst. Das Allererste, wonach du befragt wirst. Deine Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und sei dir sicher, wenn du anfängst, dein Gebet zu vernachlässigen, dann wirst du deine gesamte Religion vernachlässigen. Und dann wirst du immer weiter abkommen von Allahs Weg. Und irgendwann einmal wirst du dann vielleicht sogar ganz abkommen von Allahs Weg. Warum? Weil das Gebet dich festigt. Und Qiyamul Layl ist diese besondere Ibadah. Und diese Ibadah, sie ist nicht einfach. Wir werden das gleich sehen in diesen Ayat, die kommen werden, inshallah ta'ala. Spricht Allah ta'ala darüber. Aber gerade weil sie nicht leicht sind, haben sie solch eine Auswirkung auf den Menschen. Diese Ibadah der Nacht, weil sie nicht leicht ist, hat sie solch eine Auswirkung auf den Menschen. Aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, müssen wir noch auf den weiteren Punkt zu sprechen kommen, den Allah ta'ala hier erwähnt. Er hat ja nicht nur über Qiyamul Layl gesprochen, sondern über was noch? Was kommt noch am Ende dieses Abschnittes? وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. Allahu Akbar. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. Und trage den Koran wohlgeordnet vor mit Tertil. Was bedeutet eigentlich das Wort Tertil? Ja? Was bedeutet eigentlich das Wort Tertil? Tertil, was? Geordnet. Ja, ist eine Form von
Ordnung. Und zwar bedeutet Tartil in Gruppen. Von Ratel. Im Arabischen sagt man Ja'al qawmu artala, ay majmu'atan ba'da ukhra. Das Volk oder die Gruppe von Menschen sind in Artal gekommen, also in Gruppen, eine Gruppe nach der anderen. Eine Gruppe nach der anderen, also geordnet sozusagen. Ebenso Ratlul Insan, Ratlul Esnan. Ratlul Esnan sind die Zwischenräume der Zähne, die wohl geordnet sind. Ein Zwischenraum nach dem anderen. Das heißt, es gibt immer ja, Gruppen und dann gibt es dazwischen was? Ein Abstand, eine kleine Pause. Und genau das ist es, worum es beim Tartil geht. Beim Tartil geht es darum, dass ich den Koran langsam, verständlich lese, sodass man wirklich jeden Buchstaben einzeln heraushören kann. So wie es der Prophet sallallahu alaihi wa sallam auch selbst getan hat. Unsere Mutter, Aisha radiallahu anha, sie hat die Rezitation unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam beschrieben und sie hat gesagt, es ist so, als könnte man sozusagen jeden einzelnen Buchstaben heraushören. Und genau das ist auch der Tajweed. Was heißt denn Tajweed? Tajweed bedeutet erstmal etwas gut lesen, von Jawada, Jayid, es gut lesen, es gut machen. Und Tajweed, diese Wissenschaft des Tajweed, wie wird sie definiert? Kennt ihr mal die Definition von Tajweed? Wie haben die Gelehrten das Tajweed, der Qira'at Tajweed definiert? Genau. I'ta'u kulli harfin haqqahu wa mustahaqqahu. Haqqahu wa mustahaqqahu. Also kurz gesagt, wie Bruder Harun gesagt hat gerade, dass ich jedem Buchstabe sein Recht gebe. Was seine Aussprache betrifft und was auch seine Eigenschaften betrifft. Also ich versuche wirklich jeden Buchstaben perfekt auszusprechen, sodass man das ganz genau nachvollziehen kann. Und Allah Ta'ala, er verlangt also von unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam, noch am Anfang, wo gerade mal 4 Suren nicht mal vollständig offenbart wurden, wenn wir sagen, das ist die 4. Sure, die offenbart wurde. Das heißt, was wurde offenbart zu diesem Zeitpunkt? Einmal die ersten Verse von Surat Al-Alaq. اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Dann Surat Al-Muddathir, die ersten 7 Verse. Und Surat Al-Muzammil. Das heißt, wir haben gerade mal wie viele Verse? Vielleicht 20 Verse, die offenbart wurden. Und Allah Ta'ala, er verlangt von unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam, obwohl gerade einmal vielleicht nur die Anfänge von 3 Suren offenbart wurden, den Koran in perfekter Weise vorzutragen. Von vornherein. Also bevor der Koran überhaupt herabgesandt wurde, kommt die Aufforderung, lies den Koran in richtiger Weise. Und jetzt haben wir den Koran hier. Alhamdulillah, überall im Mus'haf. Wir sehen das als etwas Selbstverständliches an. Denken so, oh, ist ja normal. Koran liegt bei uns zu Hause. Jeder hat eine App heutzutage als Koran, kann man kostenlos downloaden. Ganz normal. Nur das Schlimme ist, obwohl uns der Zugang zum Koran so leicht gemacht wurde, sind die wenigsten bereit, sich mit dem Koran zu beschäftigen. Keiner hat heutzutage eine Ausrede, den Koran nicht lernen zu können. Ich sage es euch ganz offen. Ich glaube, es gab nie eine Zeit in der Geschichte des Islam, wo es so leicht gewesen ist, den Koran zu lernen wie in unserer heutigen Zeit. Nie. Das heißt, derjenige, der es nicht lernt, der hat eigentlich keine Ausrede. Es liegt wirklich an dir selbst. Nur an dir selbst. Online, Apps, die dir das beibringen, YouTube-Videos, in deutscher Sprache, auch da hast du keine Ausrede. Also in welcher Sprache du möchtest, auf Chinesisch, inshallah. Ja? Also du hast keine Ausrede, ihn nicht zu lernen. Und deswegen, lasst uns doch diese Instrumente nutzen, die uns Allah Ta'ala hier an die Hand gibt. In der Nacht beten. Möge Allah uns die Kraft dazu geben, Herr Rabbil Alamin. Viele denken, in der Nacht beten heißt gleich, ich muss die ganze Nacht durchbeten oder ein Drittel der Nacht, oh, ist doch viel zu lang, schaffe ich nicht, ich bin doch nicht ein Prophet. Das ist doch auch keine Pflicht, ja, es ist keine Pflicht. Aber weißt du, wie du diese Sunna, diese gewaltige Sunna schon erfüllen kannst? Weißt du wie?
Eigentlich mit einer Raka'a. Allein nur, wenn du Witr betest, hast du im Grunde genommen schon Qiyamul Layl gebetet. Was sagt unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam? Man qama bi ashri ayatin lam yuktab min al-ghafilin. Wer mit 10 Versen in der Nacht aufsteht, also in der Nacht betet, freiwillig, der gehört nicht zu den Ghafilin. Gut. Ich lese jetzt, Qul huwa Allahu al-Fatih, wie viele Verse habe ich? 7. Dann lese ich die kürzeste Sura im Koran. Inna a'tainaka al-kawthar. Fasalli rabbika walhar. Inna shani'aka huwa al-abtar. Wie viele Verse habe ich? 10. Ich gehöre nicht zu den Ghafilin, zu den Unachtsamen. Ich habe Qiyamul Layl gebetet mit einer Rak'a. Mit einer einzigen Rak'a. Wie lange hat es gerade gedauert? 10 Sekunden? Das heißt, diese eine Rak'a, die ich bete, mit der habe ich im Grunde genommen schon ein bisschen Qiyamul Layl gebetet. Ein bisschen. Und das Ganze dauert vielleicht nicht mal 2-3 Minuten. 2-3 Minuten. Und jetzt, wenn ich noch vielleicht anstatt eine Rak'a, 3 Rak'a Witr bete. Und dann vielleicht noch 2 Rak'a hinzufüge. Das Ganze dauert vielleicht höchstens, wenn es hochkommt, allerhöchstens 6-7 Minuten. Wenn ich natürlich etwas ausführlicher rede, vielleicht 10 Minuten. 10 Minuten. Ist gar nichts. Nichts. Wenn ich einmal nur Instagram anmache und mir die Reels anschaue, ja, eins nach dem anderen sitze ich schon eine Stunde. Das ist schon eine Stunde, das kennen wir alle. Stunde, manchmal 2 Stunden, manchmal länger. Du merkst gar nicht, wie die Zeit vergeht. Und das sind 10 Minuten. Und du hast etwas gemacht, was eine so hohe Stellung bei Allah Ta'ala hat. Und wir sind jetzt gerade im Winter. Und der Winter ist Al-Ghanimatul Barida. Ist die kalte Beute. Die Nacht ist lang. Guck mal, wir sind jetzt schon in der Nacht. Das heißt, wenn du jetzt sogar hier in der Moschee, nachdem wir mit dem Unterricht fertig sind, einfach aufstehst, 2 Rak'a betest und dann nochmal 3 Rak'a Witr, dann hast du diese Sunna erfüllt. Und es ist gerade mal, wie spät? Es ist gerade mal 19 Uhr, vielleicht dann, wenn wir fertig sind, 19.30 Uhr. Da hast du Qiyamul Layl gebetet. Stell dir das mal vor. Wie einfach das eigentlich ist. Es ist gar nicht schwierig. Und das Schöne ist, wenn ich es mache, Allahu Akbar, Allah wird mir so viel geben. Und der Prophet, Allah Ta'ala, er hat jetzt auch in diesen Ayat dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam erklärt, warum er das machen soll. Und das wollen wir uns jetzt anschauen. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا oder füge etwas hinzu und trage den Koran wohlgeordnet vor. Lerne Tajweed, ganz wichtig. Lerne Tajweed, damit du den Koran schön lesen kannst, schön rezitieren kannst, damit es dir Spaß macht, damit du auf der Stufe der Engel bist, während du rezitierst. Und auf dem Weg dorthin kriegst du jedes Mal 2 Belohnungen. Eine Belohnung dafür, dass du gelesen hast. Und eine Belohnung dafür, dass du dich angestrengt hast. Wie es der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt. Und jetzt, subhanallah, begründet Allah, warum der Prophet sallallahu alaihi wa sallam diese beiden Ibadat vollziehen soll. Er begründet das. Und das ist das Schöne am Koran. Der Koran ist ein Buch, was dem Verstand anspricht. Und das Herz. Dem Verstand und das Herz. Nicht nur allein den Verstand und nicht nur allein das Herz, sondern beides. Und immer wenn Allah Ta'ala von uns etwas verlangt oder uns etwas verbietet, erklärt uns Allah, warum. Unglaublich wichtig in der Da'wah, unglaublich wichtig in der Erziehung, dass man erklärt, warum sollte man etwas machen. Wenn deine Kinder verstehen, warum sie beten sollten, warum sie kein Alkohol trinken sollten, warum es nicht gut ist, dass sie einen Freund oder eine Freundin haben und Zina machen, dann werden sie es von sich aus tun. Wenn du es aber einfach nur sagst, du darfst keine Freundin haben, du musst beten, aber sie haben überhaupt nicht verstanden, warum, dann machen sie es vielleicht, solange du noch Einfluss auf sie hast. Und vielleicht auch nur, um dir zu zeigen, dass sie beten und in Wirklichkeit beten sie gar nicht. Beten ohne Wudu oder ähnliches, weil sie gar nicht davon überzeugt sind. Haben heimlich einen Freund, eine Freundin, weil sie davon nicht überzeugt sind, dass es nicht gut ist. Und tun so vor dir, als würden sie all dies nicht tun. Und wir kennen das alle. Wir kennen das alle. Vielleicht gibt es sogar einige unter uns, die genau das durchgemacht haben. Wo die Eltern gesagt haben, betet mal.
Ja, und dann einfach hast du so getan, als würdest du beten, aber du betest eigentlich gar nicht. Und sobald du weißt, ah, die sind weg, haben durch Schlüsselloch geguckt, ja, jetzt kann ich wieder weiterspielen. Dass wir immer erklären, warum. Und dann machen, glaub mir, dann werden es die Menschen von sich aus machen, weil sie überzeugt davon sind. Und Allah Ta'ala erklärt dem Propheten, warum. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Gewiss, wir werden dir gewichtige Worte offenbaren. Du machst das, weil das, was kommt, wird Gewicht haben. Was ist damit gemeint? Ist der Koran schwer? Ist der Koran eine schwere Kost? Was ist konkret gemeint mit den gewichtigen Worten? Da gibt es sehr, sehr viele Interpretationen der Tafsir-Gelehrten, was mit sozusagen gewichtig in diesem Kontext gemeint ist. Einmal gewichtig im Sinne von wirklich Gewicht bei der Offenbarung. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wenn er eine Offenbarung erhalten hat, da wurde er sehr schwer. So schwer, dass Zayd ibn Thabit sagte, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam einmal neben ihm saß und sein Oberschenkel war auf seinem Oberschenkel. Also wie ihr sitzt, dann nebeneinander und sein Oberschenkel war auf seinem Oberschenkel. Und er hatte eine Offenbarung bekommen und er sagte, mein Bein wäre beinahe gebrochen, so schwer wurde der Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Wenn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam eine Offenbarung erhalten hat und er auf einem Reittier war, konnte das Reittier nicht mehr weiterreiten. Und es wäre fast zusammengebrochen. So schwer wurde der Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Unsere Mutter Aisha radiallahu anha überliefert, dass wenn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam eine Offenbarung erhalten hat, dass er in einer kalten Winternacht, und die Nächte in Mekka und in Medina können sehr kalt werden im Winter, so stark geschwitzt hat, dass die Schweißperlen von seiner Stirn herunter gerollt sind. Subhanallah. Inna sanuqi alayka qawlan thaqila. Das, was du da bekommst, ist keine einfache Kost. Ist nichts Einfaches. Aber was könnte das noch bedeuten? Und zwar schwer hinsichtlich der Folgen. Schwer hinsichtlich der Folgen. Weil wenn du diese Worte verkünden wirst, wirst du auf Widerstand stoßen. So wie es Waraqa ibn Nawfal zum Propheten saß und sagte, Ya laytani fiha jaza'a, wäre ich doch noch jung. Ith yukhrijuka qaumuk, wenn dein Volk dich vertreiben wird. Awa mukhrijiyahum, werden sie mich einfach vertreiben? Ja, sie werden dich vertreiben, weil keiner ist mit dem gekommen, womit du gekommen bist, außer dass es dein Volk ihn angefeindet hat. Ist nicht einfach. Du musst dich auf etwas einstellen, auf Gegenwind einstellen. Aber auch schwer hinsichtlich der Warnungen, welche wir in diesen Worten finden. Schwer hinsichtlich auch einiger Gebote und die Umsetzung dieser Gebote. Es ist nämlich eine Verantwortung, die der Mensch trägt, für die Allah Ta'ala ihn zur Rechenschaft ziehen wird. Aber auf der anderen Seite nennt Allah Ta'ala den Koran auch was? Leicht. An welcher Stelle nämlich? Wo wird der Koran als leicht bezeichnet? وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. Der Koran ist leicht für die Ermahnung. Gibt es jemanden, der sich ermahnen lässt? Das heißt, er ist in einer Hinsicht schwer und in einer anderen Hinsicht leicht. Der Zugang zum Koran ist sehr leicht. Jeder kann Zugang haben. Jeder, der sich ermahnen lassen möchte, kann sich ermahnen lassen. Aber auf der anderen Seite ist der Koran auch eine schwere Verantwortung, die jeder einzelne von uns trägt. Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal. Wir haben diese Amana, damit ist die Amana der Religion gemeint, wie es viele Mufassilun gesagt haben, den Bergen, den Himmel und der Erde vorgestellt. Fa'abayna an yahmilnaha, sie haben abgelehnt, sie zu tragen. وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا, sind darunter zusammengebrochen. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ, und der Mensch musste sie tragen. Seine Verantwortung. Also wir sehen, subhanallah, Allah Ta'ala, er spricht hier über den Koran als etwas Schweres, aber nur in einer bestimmten Hinsicht. In einer anderen Hinsicht ist wiederum was? Was Leichtes. Und das müssen wir verstehen, meine lieben Geschwister. Es kann sein, dass manchmal der Anfang schwer ist, aber am Ende wird es dir leicht fallen. Und jetzt, nachdem Allah Ta'ala
es begründet hat, inna sanulqi alayka qawlan thaqila, gewiss, wir werden dir gewichtige Worte offenbaren, erklärt Allah Ta'ala, warum das Gebet in der Nacht und der Koran in der Nacht ihm helfen kann. Inwiefern? Und zwar sagt Allah Ta'ala, inna nashi'atal layli hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Hier übersetzt als, das Aufstehen in der Nacht hat stärkeren Einfluss und bringt eher aufklärende Worte. Was heißt nashi'a? Nashi'a. Nashi'a kann so viel bedeuten wie die Stunden in der Nacht. Die Stunden in der Nacht. Kann aber auch bedeuten, so viel wie, dass ich aufstehe und mich aufrichte, dann in der Nacht, um zu beten und um Ibadah zu machen. Und Allah Ta'ala, er sagt, dieses Aufstehen zur Ibadah in der Nacht, zu einer bestimmten Zeit, zu bestimmten Stunden, das führt zu was? Erstens, أَشَدُّ وَطَأَ. Was heißt denn وَطَأَ? Was bedeutet das Wort وَطِئَ? Davon kommt auch مُوَطَأَ. Was heißt dieses Buch von Imam Malik? وَطِئَ. وَطَأَن. وَطِئَ أَلْمَكَان بِقَدَمِهِ bedeutet, ich trete auf eine, sozusagen auf eine Stelle. Wenn ich auf den Sand oder auf die Erde trete, was passiert? Was passiert auch mit der Erde? Es entsteht ein Abdruck auf der Erde. Es hinterlässt was? Eine Spur. Und genau das ist damit gemeint. Dass diese Ibadah in der Nacht eine viel stärkere Spur in dir hinterlässt, als die Ibadah am Tag. Warum? Weil in der Nacht kann ich mich besser konzentrieren. In der Nacht gibt es wenig Dinge, die mich ablenken. In der Nacht, ja, ist es dunkel, die Menschen schlafen, es wird wahrscheinlich keiner kommen, der mich besucht. Selbst mein Handy klingelt vielleicht nicht mehr so häufig wie am Tag. Ich kann mich auf bestimmte Dinge konzentrieren. Und deswegen, die Ibadah in der Nacht hat auf den Menschen einen ganz anderen Einfluss als die Ibadah am Tag. Und genau das ist es, was Allah Ta'ala hier sagt. Inna nashi'at al-layl. Wenn du in der Nacht aufstehst, dann wirst du merken, wie das bei dir Spuren hinterlässt. Und zwar positive Spuren, keine negativen. Positive Spuren. Es ist nicht leicht. Und das ist genau die andere Bedeutung, die sie gesagt haben. Es ist sozusagen schwierig, es ist anstrengend. Es ist nicht leicht, es fällt einem nicht leicht. Aber am Ende wird es bei dir etwas anderes hinterlassen. Und das hatten wir schon oft erwähnt gehabt. Umso mehr du leidest, desto mehr wirst du Erfolg haben. Umso mehr du leidest, desto mehr wirst du Erfolg haben. Das ist ganz normal, das ist immer so im Leben. Leidest im Sinne von, ich lerne sehr viel. Ich habe mehr Erfolg am Ende. Leidest im Sinne von, ich trainiere Tag und Nacht für eine Meisterschaft. Mehr als meine Konkurrenten. Ich habe mehr Erfolg. Und genauso auch, ich strenge mich an in der Nacht, wo die anderen schlafen. Wo die anderen sich lieber ausruhen. Und ich verzichte auf all diese Dinge. Ich verzichte auf mein warmes Bett. Ich verzichte auf die Serie, die ich eigentlich gucken wollte. Ich verzichte auf, stundenlanges Schauen von Instagram, von TikTok. Ich verzichte darauf und bin bereit, einen Teil der Nacht Allah zu widmen. Meinst du, das wird nichts hinterlassen? Meinst du nicht, dass du was ganz anderes erreichen wirst, als jemand, der nicht bereit ist, darauf zu verzichten? Zu 100%! Allah Ta'ala, er wird niemanden, der sich anstrengt, seine Anstrengung einfach so vergehen lassen. Zu 100%! Egal in welchem Bereich, in der Ibadah, in der Dunya, egal in welchem Bereich. Derjenige, der bereit ist, mehr zu tun als die anderen, wird auch mehr erreichen. Ganz einfach. Und dann, wa aqwa muqila, und bringt eher aufklärende Worte. Du kannst besser reden. Du redest mit mehr Stärke. Deine Worte haben einen ganz anderen Einfluss. Wa aqwa muqila. Du hast geradere Worte. Und jetzt, Allah Ta'ala, er geht weiter und begründet es weiter und zeigt ihm auf. Inna laka fin nahari sabahan tawila. Du hast ja am Tage lange Zeit für Beschäftigung. Was heißt sabah? Was heißt denn sibaha im Arabischen?
Was bedeutet Sibaha, die in die Arabisch können? Yasbah. Schwimmen. Wenn ich schwimme, was mache ich da? Ich bewege meinen ganzen Körper, oder? Wenn ich schwimme, ich bewege meinen ganzen Körper. Und genau das ist es, was Allah Ta'ala hier sagt. Er benutzt das Wort Sabah, um aufzuzeigen, am Tag hast du tausend Dinge zu tun. Du bist die ganze Zeit beschäftigt. Mit deinem Körper, mit deiner Seele, mit deinen Gedanken. Bist abgelenkt. Und dementsprechend nutze die Nacht, damit du dich dann genau darauf konzentrieren kannst. Inna laka fin nahari sabahan tawila. Du hast ja am Tage lange Zeit für Beschäftigung. Also nutze die Nacht. Und jetzt kommt weitere. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila. Das ist die nächste Wasila. Also erstmal was? Qiyamul Layl. Dann Nummer 2, Quran. Und Nummer 3, Dhikr. Wadhkur isma rabbik. Und gedenke des Namen deines Herrn. Auch in der Nacht, aber auch am Tag. Die ganze Zeit über. Weil der Dhikr, der begleitet dich überall hin. Den Dhikr, den beschränke ich nicht auf einen bestimmten Ort, auf eine bestimmte Zeit, sondern er begleitet mich den ganzen Tag und die ganze Nacht. وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ. Und gedenke des Namen deines Herrn. Und jetzt ganz wichtig. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبَتِيلَ. Und widme dich ihm ganz allein. تَبَتَّلَ. Man sagt Maryam al-Betul. Warum sagt man Maryam al-Betul? Was heißt al-Betul? Hä? Was? Gereinigt, ja, aber damit ist gemeint die Jungfrau, das heißt, die nie Kontakt zu einem Mann hatte. Die nie Kontakt zu einem Mann hatte. Betele, tebettele heißt sich komplett zurückziehen und sich einer Sache widmen. Und hier ist etwas sehr Interessantes. Und zwar, Allah Ta'ala, er sagt, wa tebettel von dem Wort tebettele, das ist die Form tebettele, also tafa'ala. Ist der Stamm, Tafa'ala. Ich glaube, der fünfte Stamm. Weil in der Islamwissenschaft hat man so 10 Stämme. Das ist, glaube ich, der fünfte Stamm, Tafa'ala. Und dann aber, also du sollst dich zurückziehen und der Sache widmen. Also Allah, sich allein Allah widmen. Und jetzt heißt es aber nicht, tuatabattal ilayhi tabattula, müsste es eigentlich heißen, also als Bestätigung, sondern es heißt, tuatabattal ilayhi tabattila. Es wird der zweite Stamm benutzt, vom Bettala. Sehr interessant. Zumal Bekräftigung. Damit du dich Allah voll und ganz widmen kannst, musst du dich dazu bringen, Allah voll und ganz zu widmen. Das heißt, es kommt nicht von allein, sondern ich muss mich dazu bringen. Ich muss mich dazu drängen. Ich werde nicht von allein die ganze Nacht beten oder einen Teil der Nacht beten, sondern ich muss mich dazu bringen, ich muss mich dazu drängen. Glaubt ja nicht, dass ihr einfach nur durch eine Eingebung plötzlich anfangt zu beten, jede Nacht. Nein. Sondern erst, indem ihr euch überwindet und euch zwingt dazu, das zu machen, obwohl ihr es nicht wollt. Euer Nefs will das nicht. Aber ihr überwindet euch trotzdem, werdet ihr dann in der Nacht beten. Hört mal die Worte von Ibrahim ibn Adam. Er hat gesagt, ich habe mich ein ganzes Jahr lang gezwungen, in der Nacht zu beten. Ein ganzes Jahr habe ich mich immer wieder überwunden, immer wieder überwunden, immer wieder überwunden. Und habe es dann aber 20 Jahre lang genossen. Es kommt nicht von allein. Du musst dich dazu zwingen. Und deswegen, ja, widme dich ihm ganz allein, ja, aber bring dich auch dazu, dass du dich auch ihm widmest ganz allein. Also, die dritte Wasile, das dritte Mittel ist was? Dhikr. Die ganze Zeit über mit Allah.